Matura-Lerntricks und Tipps fürs Gymnasium und die Matura-Prüfung. Tricks und Lerntipps von der besten Schweizer Gymnasiumschülerin aller Zeiten. Sie war im Jahr 2010 die erste Gymnasium-Absolventin, die alle Matura-Prüfungen mit der Bestnote 6 meisterte. Nun hat sie Tipps und Tricks zusammengestellt für alle Kanti- und Gymnasiumschülerinnen, die wissen wollen, wie man optimal durch die Gymnasiumzeit kommt und sich perfekt für die Matura-Prüfung vorbereitet. Erster Matura-Tipp: Nicht alles auswendig lernen. Da man sich meist nicht alles merken kann, macht es auch nicht groß Sinn, alles auswendig zu lernen. Konzentriere dich aufs Wichtigste und lerne das dafür umso besser und so richtig gut auswendig. Zweiter Matura-Tipp: Nicht alles lesen. Man muss nicht immer alles lesen, was von den Lehrerinnen verlangt wird. Lest nur das, was dann schließlich auch in einer Prüfung kommt. Also nicht Prüfungsrelevantes auf ein Minimum beschränken. Häufig reicht es aus, Zusammenfassungen oder Interpretationen zu lesen. So spart man wertvolle Zeit. Dritter Matura-Tipp: Markieren und streichen. Hat man viele zu lesen, zuerst mal alles durchlesen und das Wichtige mit einer Farbe markieren. Mit einer zweiten Farbe kann man anschließend das Allerwichtigste hervorheben und dies sollte man auch auswendig lernen. Was sowieso unwichtig ist, kann man von Anfang an sogleich rausstreichen und weglassen. Vierter Matura-Tipp: Hausaufgaben nur wenn nötig. Gemäß der besten Matura-Schülerin aller Zeiten werden Hausaufgaben viel zu häufig erteilt. Wichtig ist, dass man das Thema begreift. Also reicht es völlig, wenn man die Hausaufgaben nur so weit löst, bis man das Thema begriffen hat und die Aufgaben beherrscht. Der Rest kann weggelassen werden. Fünfter Matura-Tipp: Kein Gruppenlernen. Zuerst sollte der ganze zu lernende Stoff selber sehr gut gelernt werden. Anschließend können Unklarheiten und Fragen in der Gruppe besprochen werden. So macht ihr das Gruppenlernen für euch zu einem sinnvollen Hilfsmittel und verplempert auch nicht die Zeit der Schulkameraden mit einfachen Fragen. Sehen Sie sich zudem auf unserer Webseite unter www.learninginstitut.ch unsere Gegenüberstellung von den Vor- und Nachteilen von Gruppenunterricht versus Einzelunterricht an. Sechster Matura-Tipp: Null Toleranz bei Mathematik. Viele Schülerinnen haben im Fach Mathematik große Probleme, weil sie irgendwann früher mal nicht aufgepasst haben und so ein Thema nicht richtig begriffen haben. Das kann man sich, gemäß der besten Matura-Absolventin aller Zeiten, überhaupt nicht erlauben. Mathematik baut aufeinander auf. Darum sollte man bei Mathematik von Anfang an gut aufpassen und wenn Lücken da sind, diese nacharbeiten. Allenfalls mit professioneller Nachhilfe für Mathematik. Diese findest du auch bei www.learninginstitut.ch. Das Wichtigste sei, sehr viele Übungen zu lösen, um das Verständnis für das jeweilige Mathe-Thema zu erhalten. Viele Mathematikübungen findest du unter www.learninginstitut.ch. Siebter Matura-Tipp: Wie man spickt. Spicken sollte man nicht. Und wenn überhaupt, dann macht es nur selten und wenn's sonst halt gar nicht geht. Wenn doch spicken, dann macht es gemäß dem Tipp der besten Maturanten aller Zeiten mit einem Laserdrucker und druckt den Spickzettel möglichst klein aus. Haltet diesen einfach in den Händen fürs Spicken während dem Test oder der Prüfung. BS, Tipp vom Learning Institut: Spickt nie während der Matura-Prüfung selber. Werdet ihr erwischt, habt ihr die Matura-Prüfung nicht bestanden. Also nicht spicken. Achter Matura-Tipp: Prüfungsserien lösen. Dieser Tipp kommt nicht von der besten Matura-Absolventin aller Zeiten. Löst so viele frühere, alte Prüfungsserien wie nur möglich. Übung macht den Meister. Und so erhaltet ihr auch immer besser ein Gefühl dafür, wie die bevorstehende Matura-Prüfung aussehen und ablaufen kann. Auf www.learninginstitut.ch hat's viele frühere, alte Matura-Prüfungen zum Üben. Neunter Matura-Tipp: Verpasste Tests. Habt ihr eine Prüfung oder einen Test verpasst, dann sucht euch jemand, der die Prüfung bereits zurückerhalten hat oder die alte Prüfung euch genau wiedergibt und zusammenfasst. So wisst ihr, was man für die Wiederholungsprüfung lernen sollte. Zehnter Matura-Tipp: Mal abschalten. Niemand kann den ganzen Tag gleich konzentriert bleiben und die Lehrerinnen erzählen zudem auch Unrelevanten und schweifen ab und zu ab.
sobald es wieder um was Wichtiges geht, die Konzentration wieder hochfahren und aktiv mitmachen. 11. Matura-Tipp, Aufsatz schreiben. Bei einem Aufsatz nie drauf losschreiben. Zuerst immer eine gute Struktur überlegen, Argumente rausschreiben und sich so schon genau Gedanken machen, was man schreiben will. Erst dann beginnt man zu schreiben und die gemachten Gedanken auszuformulieren. Ein guter Schluss sei zentral, da dieser der Leserin, also der Lehrerin oder der Prüferin, am meisten im Gedächtnis hängen bleibt. Und, garantiert alles nochmals durchlesen vor der Abgabe und zwingend Korrekturen und Ergänzungen einbringen, wo nötig. 12. Matura-Tipp, sich belohnen ist wichtig. Wenn man nicht so motiviert ist, überlegt man sich, was man statt des Lernens lieber machen würde. Jetzt gilt es aber dennoch eine oder zwei Stunden zu lernen und nachher macht man zur Belohnung das, was man will. Wichtig ist, sich nicht schon vor dem Lernen zu belohnen, sonst fängt man gar nicht mehr an mit dem Lernen. 13. Matura-Tipp, den Lerntag planen. Dieser Tipp kommt auch von uns. Plant den bevorstehenden Lerntag, so wird dieser garantiert erfolgreicher ablaufen und ihr lernt mehr in der aufgewendeten Zeit. Auf unserer Webseite unter www.learninginstitut.ch hat es viele Ideen und Tipps für deinen perfekten Lerntag. Also reinschauen lohnt sich. 14. und letzter Matura-Tipp, kurz vor der Prüfung. Auf unsere Webseite unter www.learninginstitut.ch hat es viele hilfreiche Tipps für kurz vor großen Prüfungen wie der Matura-Prüfung. Schaut euch diese an, sie werden garantiert einige hilfreiche Ideen mit auf den Weg nehmen und so besser für die kommende Matura-Prüfung lernen können. So, jetzt wünschen wir vom Learning Institute alles Gute und viel Glück für die bevorstehende Matura-Prüfung. Wollt ihr weitere Lerntipps lesen und hören? So besucht unsere Webseite unter www.learninginstitut.ch.